Guten Abend, geht raus an alle, die hier sind. Danke, dass ihr schon eingeschaltet habt. Moin, moin an Yannick. Wie geht's? Ja, heute sollen wir, beziehungsweise wollen wir mal uns so ein bisschen damit auseinandersetzen, wie letztendlich die Lampen etc., Laternen, Verkehrsschilder und ähnliches hier auf der Karte auszusehen haben. Weil aktuell ist so ein bisschen das Problem. Ja, wenn du mal in der Abenddämmerung fährst, beziehungsweise auch in der Nacht, siehst halt nichts. Deswegen fangen wir heute damit an. Und ich werde mal gucken, wie weit wir kommen. Ich sag mal so, dieses Wochenende werde ich wahrscheinlich probieren, etwas öfter live zu kommen. Und dann gucken wir mal, wie das wird. Und ja, ich habe aktuell, ach mir jetzt gut, ich habe meine ersten drei Abi-Prüfungen durch, nichts Schriftliches mehr, noch zwei mündliche Prüfungen, habe heute für eine der mündlichen Prüfungen noch eine schriftliche Ausarbeitung in der Schule abgegeben, also ich kann mich nicht beklagen, ich nehme jetzt mal das Wochenende frei, nachdem ich die letzten Mal so schön gebuckelt habe. Ja, auf dem Thumbnail konnte da den Edekaner Anstraße sehen, mit dem habe ich mich heute ein bisschen auseinandergesetzt, da kommen wir, denke ich mal, im späteren Verlauf auch noch hin, aber erstmal will ich hier einigermaßen sinnvoll quasi anfangen mit den Lichtern hier, beziehungsweise mit den Laternen am Ostbahnhof. Ich habe jetzt weitestgehend hier schon mal angefangen, überall so ein bisschen was zu machen, quasi, dass das soweit passt. Und ja, ist echt, im Nachhinein wird es immer noch mal so passieren, dass so ein paar Kleinigkeiten abgedatet werden, weil ich halt irgendwas sehe, was nicht ganz stimmt, und dann wird das noch mal angepasst. Und ja, ich habe auch schon so grobe Ideen, wann ich die Karte veröffentlichen möchte, aber ich sag mal so, ich werde es nicht direkt äußern. Aber so einen indirekten Spoiler gab es im letzten Video. Also, das wird vielleicht ein bisschen klarer, wenn dann das nächste Ansagenvideo rauskommt für die 165-265. Ich denke mal, wenn das rauskommt, dann könnte man eventuell verstehen, wann ich vorhabe, die Karte zu veröffentlichen. Also natürlich bedeutet das dann immer noch nicht, dass das der Termin ist. Das ist ja auch immer abhängig davon, wie gut man vorwärts kommt und so. Aber ab Anfang Juni bin ich ja dann eh wieder hauptsächlich zurück. Und dann habe ich mir auch gesagt, dann wird sehr viel Zeit hier reingesteckt. Und ich habe auch richtig Bock auf den Editor. Ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten Tage/Wochen sehr intensiv in das BBS-Event reingesteckt. Also, ja gut, das war ein bisschen zu viel eventuell, aber es hat Spaß gemacht und das ist ja die Hauptsache, dass das Spaß macht, und deswegen habe ich mir dann auch einfach mal die Zeit genommen, da die 5000 Punkte voll zu machen, die man da für das Event gebraucht hat, wenn man quasi volle Punktzahl haben wollte. Das Geld hat sehr gut geschmeckt. Also wirklich, da muss ich sagen, das hat sich gelohnt. Am Ende nochmal 10.000 geschenkt, auf den Nacken bekommen. Das war, ja, konnte ich mich nicht beschweren. Ja, aktuell bin ich so ein bisschen dann nebenbei noch so am gucken, ob ich es hinbekomme, Kreuzung zu Objektkreuzungen umzugestalten. Da gibt es jetzt zwar schon ein paar hier auf der Karte, aber es gab so einen kleinen Rückschlag leider dadurch, dass ein Objekt nicht richtig funktioniert hat, wie es sollte. Deswegen gab es da so ein bisschen Probleme und ich kann das Objekt jetzt leider nicht nutzen. Was sehr traurig ist, weil ich habe es jetzt zweimal gebaut und beide Male hat er es mir zerschossen. Da muss ich mich nochmal mit meinem Blender, ich sag mal Profi, kann man das so sagen. Ich habe auf jeden Fall einen, der mir
hilft bei Blender, weil ich dumm bin, was dieses Programm angeht. Also ich würde mir das freiwillig auch niemals antun, bin ich ehrlich. Weil dafür ist Blender wirklich in meinen Augen zu komplex. Und ich komme überhaupt nicht mit dem Programm zurecht. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, dann habe ich noch in den nächsten Tagen vor, mich mal hier um die Brücke zu kümmern. Weil hier fehlt ja noch was ganz Wichtiges. Nämlich hier, kann man es Geländer nennen? Ich denke mal, wenn wir es so nennen, dann weiß auf jeden Fall jeder, was damit gemeint ist. Und ja, das will ich dann auf jeden Fall noch aufnehmen und nachbauen, sodass das in den nächsten Tagen auch hier mit reinkommt. Und dann letztendlich sind wir auf einem sehr guten Weg, hier bald fertig zu werden. Aber halt wirklich, solange ich die Performance-Probleme nicht ansatzweise behoben bekomme, kann ich euch auch einfach die Karte nicht antun. Das muss man einfach mal so sagen, weil die Performance ist richtig fett für den Arsch. Also, ich muss zwar sagen, ich habe jetzt meine Settings auch ein bisschen hochgeschraubt, seitdem ich das neue System habe, aber ich denke, dass es hauptsächlich wahrscheinlich sogar an der AI-List liegt, weil der eSolaris von Sobol doch echt sehr performancefressend ist. Zumindest die Version, die ich aktuell drauf habe. Kann sein, dass eine aktuellere Version nicht so performancefressend ist. Naja, ich hoffe mal, dass ihr einigermaßen Signale bekommt. Weil Streamlabs sagt, es ist in Ordnung und YouTube sagt, empfängt nicht genügend Daten. Hä? Also alles wie immer, beschneuert. Naja. So, also ich würde das gerne eigentlich loswerden. Ich verstehe nicht, warum. Welche. Er sagt mir ja eindeutig, ist in Ordnung. Also falls jemand zuhört, könnt ihr gerne mal kurz reinschreiben, wie es aussieht. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob irgendwie es gerade Probleme gibt oder nicht. Okay, jetzt sagt er mir wieder, es ist eine gute Verbindung. Naja, YouTube, wie es leibt und lebt. Aber naja, daran ist man ja leider irgendwie schon gewöhnt, dass nichts funktioniert, wie es soll. Naja, halt auf jeden Fall, falls ihr Fragen habt, gerne raus damit. Ich kläre die gerne. Da ich meistens verfalle ich so im Stream eher in so eine ruhige, nichtssagende Laune quasi. Dass ich mich eher auf das Bauen konzentriere, somit, wenn ihr quasi Themen habt, über die wir sprechen können, wäre das natürlich sehr nice. Weil das würde hier nochmal ein bisschen mir helfen, quasi über irgendwas zu sprechen. Jetzt, ey, was soll ich sagen, außer ich war die letzten 3 Wochen nur zu Hause und habe für die Abi-Prüfung gelernt. Und war nicht wirklich klüger danach. Ah, ja. Die Abi-Prüfung, ja, das war auch wieder mal ein sehr großer Witz, ey. Und Schwachsinn, ey, da. Ja. Unorganisiert wie sonst was, aber naja. Ich habe auch mit nichts anderem gerechnet, bin ich ehrlich. Weil Orga ist immer so ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man das Schulen machen lässt, beziehungsweise den Senat. Sobald der Staat irgendwo mit drinne hängt, schwierig. Aber naja. Groß und Ganzen können wir ja sagen, dass wir eine relativ gute Bildung hier bekommen, die zwar nicht auf dem aktuellsten Stand ist, aber einigermaßen passt die Bildung ja, die wir erhalten. Und dadurch, dass heutzutage ja leider immer noch der Fokus sehr extrem auf
den Schulabschlüssen liegt, ist das auch weiterhin sehr wichtig. Da werden wir leider auch alle nie wirklich dran vorbeikommen, auch wenn Berlin ja aktuell auch so ein bisschen die Strategie fährt. Jo, lass mal so ein bisschen gucken, ob wir das Abitur abschaffen können in Berlin. Brauchen wir ja nicht. Weiß ich auch nicht, wer da mal wieder zu viel gesoffen hat. Aber ja, irgendjemand wird da ein bisschen zu viel Intus gehabt haben, weshalb man dann zu solchen Entscheidungen kommt. Und ja. Das ist halt so. Politik der Grünen ist immer sehr schwierig. Vor allem, nachdem ich mich jetzt sehr lange mit diesem Thema auseinandersetzen durfte. Politik der Grünen, ey. Umso mehr man hinguckt, desto schwieriger wird das. Aber dieses Thema will ich nicht öffnen, weil in der Jugend sind die Grünen ja doch relativ angesagt. Kann ich zwar nicht wirklich verstehen. Aber naja. Meine Partei ist es jetzt nicht und vor allem nachdem ich jetzt für mein Abitur so viel Zeit in so eine Rotze gesteckt habe wie Grünpolitik. Ja gut. Themenwechsel. Ja, ich werde noch am Wochenende probieren, eventuell wahrscheinlich Sonntagvormittag mal wieder die 147 zu fahren und mal gucken, wie die Performance dann ist und euch das mit aufzunehmen, dass ihr mal einen aktuellen Stand habt, weil der letzte Stand ist jetzt aus, oder zumindest der letzte Videostand, da wir sind ja noch ein paar Mal im Stream die Linie gefahren. Das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Aber ich denke mal, wenn wir nochmal ein Video dazu machen, ist das bestimmt ganz gut. Okay. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal auf der Brücke die Laternen fertig. Ja, das letzte Mal, als wir an die Radfahrer gemacht haben, hat er mir leider bei irgendeinem Objekt quasi den KI-Verkehr zerschossen, wodurch dann ich quasi den kompletten Radverkehr nochmal neu machen durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht nochmal. Vor allem, weil ich 3 Tage lang probiert habe, das irgendwie zu fixen. Und ich bin ganz froh, dass es jetzt so funktioniert. Und ja, alles andere wird sich ja dann zeigen. Laterne hängt dann hier nochmal ein Straßenschild dran. Ich bin gerade unsicher an welcher. Es müsste diese hier sein. Wenn ich mich nicht komplett irre. Hier dürfte jetzt nochmal ein Straßenschild ran. Und hier drüben haben wir eins, das passt. So, gucken wir mal, ob wir gleich wieder da sind. Bei mir sagt er jetzt wenigstens, wir sind wieder, sagt er jetzt, wir seien wieder da. Wie sieht's aus? Ja, es scheint so. Die Sache ist, ich scheine halt wirklich so kurzzeitige Aussetzer zu haben.
Da ich im Großen und Ganzen läuft alles mit einer sehr guten Verbindung. Dann kommt so ein ganz kurzer Zeitpunkt, wo er dann sagt: Nee, du kleiner Pisa, du nicht. Du nett. Thank you.
Sag, ich verstehe nicht, was vier Leute hier machen, wenn ich eigentlich nix sage. Aber moin an die vier Leute, die gerade zuschauen. Moin Miro, wie geht's? Noch einen schönen Dienst gehabt bis 12.30 Uhr. Ich hoffe doch. Aber naja, mit Karus kannst du ja nur einen schönen Dienst haben. Außer das eine Mal, wo ich dabei war, der Dienst war dann nicht mehr ganz so schön im Nachhinein. Naja, kannst du ja erzählen, was im Wannsee passiert ist? Würde mich interessieren, konnte, war ja nicht dabei. Ja, das letzte Mal war wortwörtlich zum Kotzen, genau. Und das nicht nur vorher. Aber was war denn heute so crazy? Wannsee, ist doch bestimmt alles wie immer. Die Schlenkis kommen und dann geht ja nichts mehr. Also wäre mal ein Wunder, wenn es nicht so ist. Warte mal, das Wort wörtlich zum Kotzen war heute? Gesehen, du warst von bei Omsi drin, aber das ist dann schön mit dir gemacht. Weil an deiner Karte bauen wäre ja ein Witz. Dass die parken, wie sie wollen, weiß ich ja. Das habe ich ja miterlebt, als ich selber da war. Weil mit den Schlenkis nehmen sie auch noch viel mehr Platz ein. Wieder da. So, sind wieder da. Ja, keine Ahnung, was das ist. Das ist wirklich ganz kurz. Ja, ich wirklich ganz kurz setzt er aus und dann... Let's go. Und danach geht wieder alles mit sehr gut, ey. Boah, das wäre mal wieder ganz nice, wenn du baust und Haaren. Ich
Ich muss sagen, aussehen tut es ja recht gut. Ich habe mir das ja mal angeguckt, da bei Bio in dem Video da. Ich muss sagen, das hat mir auch sehr geholfen in dieser Scheißzeit hier rund ums Abi, dass da bei ÖPNV-Simulation mal wieder Videos kamen. Ich weiß, ein Wunder, aber Speicher nicht vergessen ist richtig. Richtig und wichtig. Alles andere wäre auch dumm. Sie sah es ja am Ende, kann ja trotzdem wieder irgendwas Kacke hier stehen und dann macht er dir beim Speichern alles kaputt. Hatte ich auch heute Morgen, als ich da am Edeka gebaut hatte. Ich habe ja gespeichert, bin rausgegangen, dachte mir, ja komm, guckst du dir mal das Spektakel kurz in Omsi an. Ja, auf einmal in Omsi sind die Zäune ganz woanders gewesen. Da dachte ich mir auch so, Maschallah. Eine Leistung, die ich auch noch nie miterlebt hatte. Aber naja. Irgendwann ist immer das erste Mal, haben wir ja schon gelernt. So. Wollen wir jetzt noch die Straßennamen hier überall? Ja, Omsi hat es aktuell so ein bisschen mit mir, beziehungsweise allgemein, wenn mein Windows 11-Rechner kotzt mich so an, ey. Also wirklich, wer sich freiwillig Windows 11 wirklich noch, also quasi wer Windows 10 hat und sich dann freiwillig Windows 11 gibt, kann ich nicht verstehen. Kommt drauf an, wann ihr am Mittwoch fahrt, also wenn wir, also letztendlich Zeit hätte ich nächste Woche lieber als übernächste Woche, bin ich ehrlich. Weil übernächste Woche muss ich dann doch relativ gut für meine mündliche Prüfung lernen. Das wird ein Scheißdreck. Die mündliche Prüfung Physik habe ich so gar keinen Bock drauf. Also wirklich mündlich Physik. Nee, aber. Also ist halt die Frage, wann ihr Dienst habt. Wenn das zeitlich einigermaßen passt, dann wüsste ich nichts, was dagegen spricht. Könnte man auch wieder rumkommen. Und sich das Spektakel angucken bei euch. Echt, sagen wir mal so, Zeit hätte ich. Müsst halt dann nur wissen, quasi, wann er. Ja, das wäre nice, wenn wir uns auch mal unterhalten könnten, weil das war ja ein kompletter Flop, das letzte Mal. Da ging ja Janusz. Er meinte Bio ja auch schon. Was machst du hier, wenn er ja nicht schnacken könnt? Also wenn er das durchzieht, wäre ich sehr überrascht. Weil irgendwie glaube ich euch noch nicht richtig, dass er das durchziehen werdet. Weiß auch nicht warum. Dass er da paar. Also, dass er es aufnimmt, ist das eine, aber dass er es rausbringt, ist das andere. Ich rechne nicht wirklich damit, dass ihr da irgendwas rausbringen werdet. Ja, war zu erwarten. Also, dass das Ei da so gut reinschallert, das war dann im Nachhinein zu erwarten. Aber es gibt halt da so einen Trick. Man macht sich selber Essen und nimmt das mit, aber das ist ja immer so ein bisschen. Es wäre ja zu einfach. Naja. Also wie gesagt, wenn du mir den Plan rüber schickst, dann gucke ich mal, wie es bei mir passt. Aber eigentlich könnte ich dann für ein paar Runden mitkommen. Also es sollte sich einrichten lassen. Weil eigentlich habe ich nächste Woche nur Montag nochmal einen schulischen Termin. Wo sie mir
quasi rindrücken, also mir quasi nochmal eine Veranstaltung rindrücken wollen bezüglich Abitur und Belehrungsscheiß für die mündliche Prüfung. Und wenn ich das am Montag durch habe, dann ist gut. Das Einzige ist halt, dass ich nächste Woche so ein bisschen noch für die Präsentationsprüfung, ja, kein Stress. Wenn das am Mittwochmorgen passiert, dann würde mich das auch nicht so sehr stören. Also bin ich ehrlich und kannst mir von mir aus auch schicken, was er am Donnerstag und Freitag habt. Weil letztendlich, je nachdem, was er da habt, ihr müsst ja nur irgendwann mal irgendwie an Wannsee ankommen. Und dann ist das ja schon für mich kein Problem mehr. Da muss ich halt nur zeitlich gucken, dass das passt. Also vor 8:30 Uhr wäre ich eh nicht da, aber danach ist halt alles machbar. Soweit. Von der Länge her. Jo, nice. Kannst du eigentlich Donnerstag nur ein Ist das der Dienst, wo ihr hier den, was war das, den C2LE habt? Also den, wo ich auch schon mit dabei war. Ich wollte kurz sagen, bei dem war ich auch mit dabei, der war eigentlich ganz angenehm. Auch zeitlich relativ passend. Quasi mit 621 Struveshof mittendrin. Und ich muss sagen, da wäre ich auch mit dabei bei dem Dienst. Würde mich jetzt nicht stören. Hybrid, Schmutz. Alles, was mit Elektro zu tun hat, Schmutz. Aber naja. Ja, ich bin noch mal kurz mute, weil Familie jetzt gleich kommt. Aber wenn das mit der Familie geklärt ist, dann schnacke ich wieder. Aber ich werde auf jeden Fall im Chat mit euch interagieren und weiterbauen, nur dass er Bescheid wisst, dass er jetzt erstmal nur schön Musik aufs Ohr kriegt.
We'll be right back.
Thank you.
So, da bin ich wieder. Ich hoffe, es war nicht zu ruhig. Das hier ist die etwas weniger spaßigere Aufgabe von denen, die man halt so machen muss beim Mapbau. Aber die saß, ich war jetzt der Meinung, ich mach das lieber jetzt mal ordentlich. Und dann habe ich's, anstatt dass ich es dann später nochmal anpacken muss. Deswegen. Freut mich, dass trotzdem ein paar Leute zugeguckt haben in dem Zeitraum, also. Ja, wir machen jetzt noch circa eine halbe Stunde, also bis 19 Uhr habe ich jetzt erstmal so angesetzt. Und dann sollte das auch ausreichen für heute. Und dann plane ich für Sonntag einen etwas größeren Stream. Da wird sich dann zeigen, was wir machen. Vor allem, wie weit ich bis dahin überhaupt gekommen bin. Das ist, glaube ich, dann eher die wichtigere Frage. Ob wir noch die Ausgestaltung hier der Schilder machen müssen oder ob wir schon auf den schöneren Teil Häuser und so kommen. Beziehungsweise, was mir aktuell eigentlich auch relativ viel Spaß macht. So, wo hatten wir aufgehört? Ja, was mir halt relativ viel Spaß noch macht, ist halt, da sind wir jetzt gleich, halt sowas. Damit habe ich heute meinen Tag verschwendet. Aber ich muss sagen, es ist mir gut gelungen. Mir fehlt halt ein passendes Objekt. Hier stehen im Normalfall Einkaufswagen vom Edeka hier. Ja, da ist gerade ja noch so ein Dach drüber und so. Und, naja, das habe ich jetzt halt nicht, aber muss sagen, aus der Richtung kann sich das schon wirklich sehr gut sehen lassen. Also mir gefällt das sehr gut. Und aus der Richtung, naja, steht halt noch nicht viel. Aber das kommt dann auch noch in gewisser Zeit, in einer gewissen Zeit. Natürlich, der Edeka ist nicht perfekt. Wer den Edeka in der Realität kennt, weiß, dass hier eine Seite Fenster drinne sind und auch der Eingang ist in zwei gesplittet und mitten drin eine Säule. Aber ich bin halt kein Bauer. Ich kann halt keine Objekte und so bauen mit Blender und deswegen muss ich auf das zurückgreifen, was ich habe. Und das ist halt das hier. Und mehr kann ich halt auch dann nicht nutzen. Deswegen, falls ihr Objekte bauen könnt, meldet euch gerne per Discord bei mir. Link müsste in der Beschreibung sein. Weil wirklich, da suche ich noch gewaltig, weil ich würde halt gerne relativ viele Objekte für euch bauen. Bloß da ich das nicht kann. Und die, die mir das jetzt angeboten haben, auch noch nicht so viel geschafft haben, weil halt andere Projekte von denen halt vorgehen. Was man ja auch niemanden übel nehmen kann. Ja, ist es halt so, dass ich halt nur halt mir dann bereits vorhandene Objekte nehmen kann und diese bereits vorhandenen Objekte anpasse, wenn man das so sagen darf. Also falls da irgendjemand helfen kann, wäre das sehr nice. Okay.
musst du wahrscheinlich ohne Stange. War. Stange Kreis. Genau. Also ihr seht halt auf jeden Fall, es ist noch wirklich viel zu tun. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dass ich in 2 Tagen gefühlt den kompletten Radverkehr geschafft habe, dann mache ich mir auch keine Sorgen, dass ich in einer guten Zeit quasi es schaffe, hier den Rest fertig zu machen. Was mir halt auffällt, was halt wichtig wird, ist vor allem noch die Objekte, weil ich glaube, das könnte noch echt viel Performance rausholen. Wenn man halt jetzt beispielsweise nicht bis nach dort hinten durchgucken kann, beziehungsweise an anderen Punkten halt noch weiter. Weil Omsis Performance läuft halt so, dass berechnet wird, wie. Oh, das ist nicht so nice hier, warte mal. Würde ich glaube ich lieber ein bisschen höher setzen. 0.903 nach oben. Ja, das ist auch schon wieder zu viel. Ja, das muss ausreichen. Weil die Sachen hier überlappen jetzt gerade die Splines, was ein bisschen schlecht ist. Ja. Eventuell muss ich auch mal ausprobieren, um vielleicht ein bisschen Performance rauszuholen. Ob es was bringt, die Invis-Splines zu Objekten zu machen. Also quasi die ganzen. Das ist der falsche Pfad hier. Quasi diese ganzen Pfade, wie jetzt hier bei dem Radweg, quasi in ein Objekt reinknallen. Beziehungsweise in Objekte. Aber ich habe halt keine Ahnung, inwiefern die auf die Performance sich quasi einwirken. Aber naja. Okay, dann wollen wir mal gucken, haben wir hier irgendwie schöne Schilder. Jo, haben wir, na klar. Muss ja, muss ja, muss ja. Also wirklich das Einzige, was ich jetzt noch suche, sind halt wirklich Objektbauer, die mir aktiv helfen können. Weil ich sage es halt, ich habe halt auch nicht so viel Bock an Objekten quasi zu arbeiten, beziehungsweise Bilder zu holen. Wenn halt aktuell quasi auf meinem Projekt-Discord-Server, also auf dem offiziellen, wenn dort halt tatsächlich jetzt aktuell die Situation so ist, ich habe dort Objekte drinne. Aber halt, ja, die Objektbauer, die machen halt nur schon, deswegen bin ich halt auch zu faul, noch weitere Bilder zu machen. Und dann weicht man halt auf so, ich sag jetzt mal, schlechtere Varianten aus, dass man sagt, okay, nehmen wir jetzt ein Spandau-Grundobjekt und knall dort dann die Textur rauf und hoffe, dass es passt. Ich selber würde gerne auch einfach anders arbeiten, aber ich kann halt nicht anders arbeiten, weil ich halt kein Blender kann. Und ich auch sagen muss, ich hab's ein paar Mal mit Blender probiert. Und auch diese ganzen Objektkreuzungen, die ich aktuell mache, muss ich auch damit machen. Und selbst das kotzt mich schon an. Und das, obwohl ich dann nur Texturen hinzufügen muss. Also, ja. Ich mag das Programm nicht. Blender ist wirklich ganz schwierig. Also jetzt so also vom Benutzen her. Ja, wirklich, wenn man irgendwie am Blender vorbeikommt, probiere ich das halt wirklich immer. Weil dafür nervt mich Blender zu sehr. Was wahrscheinlich halt daran liegt, dass ich halt einfach keine Ahnung davon habe, aber. Ja, also wenn ich mich dann halt mal wieder ransetze, dann funktioniert Blender wieder nicht so, wie es soll. Und dann kotze ich wieder am Strahl und habe dann wieder für gefühlte 3 Monate keinen Bock, irgendwas zu entwickeln.
haben wir doch eine relativ gute Strecke heute geschafft, muss man ja mal so sagen. Ich bin zufrieden, dass wir jetzt vom Ostbahnhof soweit alles durch haben. Quasi auf 147, also ich denke mal, bis Heinrich Heine kommen wir noch. Und dann wird das bestimmt reichen für heute. Ja, der schlimmste Krampf wird halt vor allem Kreuzberg. Das wird noch 140, kotze ich jetzt schon am Strahl. Ich hätte schon keinen Bock drauf, aber naja. Wie sagen wir immer, wat mut dat mut. Und ja, ist halt dann auch die Devise. Wat mut dat mut. Ich sah es, ich nutze halt jetzt aktuell noch so nebenbei so ein bisschen Google Maps Street View. Aber alle wissen ja, Street View nicht gerade das Allergeilste. Weil nicht so aktuell in Deutschland. Deswegen kann zwar so teilweise darauf aufbauen, aber wirklich viel bringt mir Street View leider nicht. Weil ich halt jetzt schon weiß, dass an einigen Stellen halt wirklich noch was fehlt. An Schildern, aber da muss ich dann selber nochmal die nächsten Tage mir das quasi nochmal in der Realität angucken und gucken, wie die Situation aussieht. Ja, hier hätte ich schon mal. Mann, jetzt stell den nochmal hier ab. Danke. Hier haben wir doch der Parkzone. Warum war das denn da vorne nicht hingestellt? Komisch. Das muss ja hier auch mit hin. Naja, was ich dann auf jeden Fall auch noch die nächsten Tage dann vorhabe, ist den Damm auszubauen, also den ehemaligen, ich glaube, Luisenkanal. Ich bin immer zu blöd, mir zu merken, wie hier der Kanal hieß, der Engelbecken Richtung Spree angebunden hat. Ja, da kann man jetzt heutzutage immer gut drunter laufen, beziehungsweise drin. Ist ja quasi leicht abgesenkt, man kommt hier so nach unten relativ grün mit Parkbänken und so. Also die Parkbänke werde ich weglassen, weil die wird man halt eh nicht sehen, aber halt vor allem das Grüne nach draußen, dann wird nochmal sehr schön, weil es könnte vielleicht auch noch ein bisschen die Performance retten, wenn man nicht mehr so intensiv durchgucken kann. Ja. Warte mal, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte dich mitnehmen. Dann brauchen wir noch das Ende für die Rückseite. Und ich bin immer noch überrascht, dass wir zeitweise einfach 3 Zuschauer haben und das, obwohl hier nichts passiert. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht. Aber allgemein, ich verstehe es auch nicht, warum so viele Interesse an diesem Projekt haben. Das ist mir fraglich, weil jetzt ehrlich, es ist jetzt nichts wirklich Besonderes mit dabei. Aber ich glaube vor allem liegt es daran, dass es Berlin-Content ist. Berlin-Content doch relativ rar geworden ist. Echt, du hast zwar
Pankow Süd, Pankow Nord, beziehungsweise Pankow Nord voraussichtlich ab September. Dann hast du halt Berlin X10 und Spandau. Dann gibt es halt zig private Projekte und ein Public-Projekt, wo die Linie 100 umgesetzt werden sollte. Da kann ich jetzt aber auch nicht so viel zu sagen, ob die jetzt noch in der Entwicklung ist oder nicht. Auf jeden Fall die Bilder, die man in der Webdisk zu dem Projekt sehen konnte, sahen sehr vielversprechend aus. Also die waren wirklich sehr schön. Okay, ich glaube, dann sind wir jetzt schon auf dem Weg Richtung Richtung Heinrich Heine, aber bevor wir das machen, will ich mal noch ein paar einmal hier den Hinweis auf den Fußgängerüberweg, weil der so schlecht einsichtig ist aus der einen Richtung. Muss ich hier noch ein Achtungsschild mit integrieren, weil da fehlt noch eine Laterne für. Also teilweise bin ich immer wieder überrascht, wie wenig sich getan hat in den 14 Jahren, seitdem die Google Maps Satelliten Street View Bilder quasi gemacht worden sind, weil gefühlt sieht es immer noch so aus hier. Aber dann gibt es immer so ganz kleine Feinheiten, beziehungsweise halt eher so Brachflächen, die mittlerweile sehr schön ausgebaut sind. Das muss man halt mal so sagen. Also, ich muss halt sagen, ich kenne halt die Gegend nur so, wie sie halt jetzt gerade ist. Weil wirklich von früher, da kann ich mich nicht mehr an so viel erinnern. Mal den Umsi-Ordner und dann Szenerie und die schönen. Zack. Dann suchen wir uns mal die Schilder raus, die wir brauchen. Ist halt immer ein Gesuche, weil ich hier aus so großen Packs die Sachen halt benutze. Hauptsächlich. Na, ist er hier schon mit drunter? Ja, ist er unter 101.11. Brauchen wir jetzt. Ich glaube, Größe 2 müsste ausreichen. Übergroß brauchen wir, glaube ich, nicht. Normalgröße sollte ausreichen. Ordentlich aus. Dann wollte ich jetzt noch mal unter den Vorfahrtsschildern gucken. Weil wir nämlich hier einmal die Vorfahrtsstraße noch auflösen müssen. Da sehe ich gerade, ich glaube, hier fehlt noch mal was. Das ist 307, aber wir brauchen jetzt, glaube ich, erstmal noch mal, wenn ich mich nicht irre. Mal kurz nachgucken, ich glaube ein Vorfahrtsschild müsste noch fehlen, genau, nämlich hier vorne, können wir uns ja direkt das hier schnorren.
brauchen wir jetzt noch von dem Pack die 307. Die, okay, gut zu wissen. Haben wir ja gleich noch eine richtige Aufgabe hier. So. Muss auch einmal auf die Höhe. Okay. Vorfahrtsregeln sind an der Kreuzung soweit klar. Dann haben wir hier schon das Vorfahrtgewehrenschild geplaced. Ne, das können wir auch noch mal kurz platzieren, bevor wir damit anfangen. Vorfahrtgewehren mit. Gewähren. Straße und die
anderen. Stelle wieder eine Laterne. Können wir auf jeden Fall sagen, dass wir heute gut vorwärts gekommen sind. Freut mich sehr. Fehlt jetzt noch zweimal hier drüben. Das der ganze Spaß. Und dann sind wir sehr gut vorangekommen. So, und Hallihallöle an die vier Zuschauer gerade. Wenn ihr Fragen habt, gerne raus damit. Thank you.
Ja, dann haben wir doch gut was geschafft heute. Ich bin zufrieden in den 2 Stunden. Ja. Und dann ist der Plan wahrscheinlich am Sonntag nochmal live zu gehen. Was wir dann machen, ist noch undefiniert, aber auf jeden Fall wird uns da auch noch gut was einfallen, was zu machen ist. Und ja, ich denke, wir haben gut was geschafft heute. Und ich sage dann zu diesem Zeitpunkt, dass ich mich freuen würde, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wenn euch der Stream irgendwie gefallen hat, würde ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Müsst ihr nicht machen, ist ja kein Zwang. Aber würde mich sehr freuen, weil der Support in letzter Zeit war wirklich sehr nice und ich würde halt einfach dadurch sehen, jo, ihr habt auch Bock auf solche, ich sag mal eher ruhigeren Streams, wo nicht wirklich viel passiert. Aber trotzdem danke an alle, die dabei gewesen waren. Insgesamt 50 Aufrufe haben wir gemacht während der gesamten Zeit. Und damit bin ich vollkommen zufrieden. In den Bestzeiten 6 gleichzeitige Zuschauer. Also wirklich. Danke fürs dabei gewesen sein und ich sage dann hiermit schönes Wochenende. Eventuell hören wir uns am Sonntag und ciao, ciao.